Ja, bitte. Oh, gib mir was von der Pizza. Au, heiß. Okay. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Tut er gerade so, als ob er nichts wüsste? Obwohl er das scheiß Dokument gelesen hat? Wo drin steht, dass sie ihn infiziert haben? Vermutlich. Ich weiß, da war noch ein Dokument, aber ich sammle erst nur das Loot ein. Du solltest dich auch heilen. Mit einem Jamaika-Cocktail. Vielleicht gibt's ja was, womit ich mich heilen kann, aber ich glaube eh nicht. Oder vielleicht ja. Ist ja Dingens in der Nähe. Ist nichts Ungewöhnliches. Kann man die eigentlich auch kaputt machen? Okay. Nö, kann man nicht. Ist nur vergammeltes Essen. Okay, dann lese erst. Okay, mein Auftrag mal wieder. Anonymer Brief. Im Wasserfall ist ein wichtiges Objekt. Kannst du es erlangen, gelingt es dir vielleicht, Ashley aus der Kirche zu befreien. Aber Vorsicht, der Weg durch die Kirche ist kein Zuckerschlecken. Es gibt dort ein El Gigante, also sei auf der Hut. Und was in deinem Körper passiert, ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich bin überfordert. Das ist nett. Das war bestimmt Petro. Ich bin überfordert. Nein, Petro, ich weiß, dass es nicht Petro war, aber wir tun einfach so, als wäre es Petro. Weil Petro unser einziger Kumpel ist. Ich schwöre. Ja. Weißt du, ich würde dir helfen, aber na. Hab so viel zu tun, Mann. Ja, ich hab grad wichtigere Dinge zu tun als. Ja, ganze Waffen verkaufen und sonst was. An nur dich, weil ich nur dich kenne. Als der einzigen noch lebende Person hier zu helfen. Ich muss an andere lebende Personen, die nicht existieren, Waffen verkaufen und damit Geld machen. Okay. Benutze den Cocktail. Und Gesundheit ist erweitert. Yeah. Okay. Sonst gibt's ja hier nichts. Erstmal auf die Karte gucken. Ich glaube, draußen regnet's. Kann das sein? Bei mir tut's nicht regnen. Oh, da hinten ist ja noch was. Da ist Petro. Da müssten wir auch noch hin. Ich glaube, da kommen wir kannst, auch gleich. Kannst hin. Du da hin? Bestimmt warte, gleich. Es ist grün, oder? Ja. Gut, dann kannst du da hin. Ja, soll ich da zuerst hingehen, bevor ich da dann sollten wir da zuerst hingehen. Weil, na, das wirst du noch wissen. Du wirst noch sehen, warum. Okay. Ist das die richtige? Ja. Okay. Ja. Das heißt, sie haben uns gerade, es war gerade ein heftiger Endkampf und jetzt kommen die schon wieder mit irgendwelchen Gegnerhorden an oder was? Ja. Das ist nett von denen. Holen wir uns dann erstmal das Boot. Dann kannst du auch sofort zu Petro. Und jetzt kommt der Fisch wieder. Respawning. Nein, der ist tot. Oh, die blauen Fackeln des ja. Glücks. Von unserem besten Glück. Scheiße, stecken wir fest. Ach nee, das war nur ein langes Ding. Jetzt kannst du den Schatz holen. Der ist da oben. Ja. Und Petro hat einen neuen Laden aufgebaut in der Zeit. Alles ganz frisch renoviert. Ja, während ich geschlafen habe, hat er sich in die Höhle geschlichen, weil er gemerkt hat, das Vieh ist tot und hat dann da drinnen einen Laden aufgebaut. Er hat 6 Stunden Zeit dafür gehabt. Ja. die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch oder muss ich da überhaupt hoch? Da kannst du hier. Diese Richtung. Schießt du. Okay. Gut. Jetzt mach.
fast kaputt machen. Ich werfe mir jetzt eine Flasche. Oh, das war jetzt cool. Oh, rotes Kraut. Jetzt müssen wir noch gelbes finden, dann können wir uns schon wieder einen Jamaika-Cocktail bauen. Mhm. Raufklettern. Oh, Schieberätsel. Nein, nicht unbedingt. Muss einfach nur von zur Seite schieben. Einfach bis zum Anschlag, bis es nicht mehr geht. Ja. 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 Ah ne, warte, wir sind schon am Ende. Kein Loot. Achso, ich muss gar nicht mehr in die Richtung schieben. Ich dachte, ich müsste jetzt nochmal verschieben, die Kiste. Oh! Da ist er jetzt drin. Der grüne Edelstein kannst du in das Ding da einfügen. Sieht wie die Maske aus, ne? Ja. Ich mir schon gedacht, weil das golden ist. Ah. Da ist nix. Okay. Mhm. Ja, ich füg den gleich in die Maske an. Ich tue nur gerade runtergehen, weil ich will, dass Pedro sieht, dass ich das gefunden habe und das jetzt gerade damit verbinde. Hallo Pedro! Hallo! Siehst du das? Ich habe einen grünen Edelstein gefunden. Ich habe noch eine Maske bei mir. Siehst du, Pedro, wie ich die beiden miteinander verbinde? Ja. Siehst du es? Siehst du es, Pedro? Siehst du es? Aber da fehlen noch zwei Edelsteine. Spüren Sie es, Mr. Krabs. Alter, der hat hier noch mehr Scheiße. Will ich mich verarschen? Nee, oder das sieht nur so aus. Wobei, ne, das hier, der hat hier echt noch mehr Waffen als da drüben. Guck mal, hier eine Kiste voll mit Granaten. Die könnte ich einfach nehmen. Ja, das war ich mir auch. Verdammte Scheiße, Pedro. Got some rare things on sale, stranger. Okay. Okay. What are you selling? TMP-Munition. Ja, weg damit. Is that all strike? Thank you. Der klingt ein bisschen wie Markus. So. Spinner kannst du verkaufen. Ja. Is that all strike? Thank you. Ja, den Rubin behalten. Antike Pfeife kannst du auch. Ja, die antike Pfeife, genau. Ah. Und den goldenen Armreifen. Thank you. Thank you. Wir haben so viel Geld, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Außer vielleicht Dings zu kaufen. Hier, wo ist es, das Spray da? Oh, 5000 kostet es. Ist ja richtig übel, du. Können wir mit dem eigentlich auch Granaten kaufen? Nö, kannst du nicht. Die kannst du nur finden. Pedro hatte alles, nur keine Granaten. Ja, aber ist ja nicht so, dass er zwei Kisten mit Granaten stehen hat. Aber nein, der verkauft sie uns nicht. Ah, ne, nicht die Pistole. Das Gewehr. Ja, gut, theoretisch gesehen, wobei, jetzt wird schon teurer. Mhm. Aber das können wir auf jeden Fall upgraden, oder? Kannst du auf jeden Fall. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Also, mal gucken, wenn Stunge... Pistole kannst du vielleicht, oder... Ja, Pistole? Ja, Pistole eher als... Weil du hast gesagt, weil es dauert ja nicht mehr lange, bis wir eine neue kriegen. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Deswegen. Aber zuerst musst du noch an dem gut gebauten L-Gigante vorbei. Ja, das bringt mir denn da die Pistole so viel? Beim L-Gigante? Ja. Mm, da wirst du wahrscheinlich höchstens auf deine Schrotflinte greifen. Oder wir kaufen uns einfach einen Granatenwerfer von One Hit Nine. Es gibt ja noch gar keinen Granaten. Ich meine, die Raketenwerfer. So, ja, aber den kann man auch nur einmal kaufen, oder? Ja, nur einmal. Nee, dann ist das. Und das ist für bestimmte Bosse echt empfehlenswert. Also ist bei dem noch Verschwendung. Gut. Ja, kann man so sehen. What are you buying? Ja, ich weiß nicht, wenn ich die Pistole jetzt upgrade und später verkaufe, ist das Geld halt verschwendet, ne? Nee, je öfter du die Pistole upgradest, desto wertvoller wird sie. Achso. Aber es ist wirklich hin und wieder ein bisschen Verschwendung. Deswegen solltest du nicht unbedingt so viel. Feuergeschwindigkeit kannst du vergessen. Brauchst nicht unbedingt. Ladegeschwindigkeit auch nicht und ja, ansonsten kannst du die Feuerkraft einmal erhöhen. Thank you. Kapazität noch? Nee, auch schon nicht. 13 okay. Ist gut. Nee, 10 ist gut genug. Okay. Ja, der hat da hinten Munition drin liegen. Ah, du kannst da, wenn du aufs Dach kletterst, kannst du noch zu ihm rein. Ach Gott, geil! Zu Pedro rein. Ganz vergessen. Gut, dass ich das gesehen habe. Wo ist der Eingang? Ach, da, oh, toll! Bin ich gerade im ich hab nur nicht runtergeguckt. Hätte ich mal runtergeguckt? Pedro, ich will deine Munition haben, ich klau sie dir jetzt. Ich sagte, ich klau sie dir jetzt. Ach Gott, Spiel. Alter, das ist echt. Kannst du nicht zur Seite gehen? Das ist
echt übel. Okay. Munition. Ja, ja. Hi Pedro. Hallo Pedro. Hi Pedro. Hi Pedro. Hi Pedro. Oh, das ist alles nur das eine Päckchen Munition, ist der? Er nimmt ein bisschen Munition von ihm mit, mehr braucht er gar nicht. Könnte eigentlich alles anfangen. Ich will da hinten die Munition. Ich will sie haben. Ich will sie unbedingt haben. Und, nicht, und die Bananen. Nicht, dass du jetzt da drinnen feststeckst. Die Bananen, die auf dem Tisch liegen. Und die Flasche. Sind das Bananen? Naja. Das sind vergammelte Bananen. Pedro ist. Oh scheiße. Ich hab grad. Na ja, schon. Okay. Also ich bin jetzt da reingeklettert wegen einem Päckchen Munition. Gut. Ja. Obwohl da drin ein ganzes Waffenarsenal ist. Mhm. Aber egal. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu unseren Kumpels da draußen. Tschüss, Pedro. Och man. Ich will wieder zu Pedro zurück. Vielleicht können wir ja gleich ihn nochmal besuchen kommen nach der Sequenz, die jetzt da hinten kommt, weil wir müssen ja eh nochmal über den See. Den wirst du sowieso besuchen. Ist das da gerade ein fetter Fisch? Nee, egal. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch heute den L-Giganten noch machen möchtest. Weil jetzt, kommt das hier noch, dann kommst du... Obwohl, nee, ich spoilere dich nicht. Auf jeden Fall musst du das hier noch machen. Okay. Und dann kommst du eigentlich schon zum L-Gigante. Okay, okay. Ich bin gerade überlegen, seit wann nehme ich auf? Jetzt eine Stunde, oder? Warte, gucken wir mal. Du hast mir ja geschrieben... Ja doch, fast 2 Stunden schon. Fast 2 Stunden? Alter. Ja, noch 15 Minuten. Okay. Sieht klein aus, ne? Sieht klein aus, aber ist wahrscheinlich größer als ich denke. Oh, jetzt kommt die Stelle, oder? Oh mein Gott. Ja. Bro. Da soll nur ein kleiner Anfang. Oh mein Gott. Gleich vorstellen. Das. Aufpassen, es ist gefährlich. Geh da nicht hin, es tötet dich. Beziehungsweise es gibt Arten davon, die dich instant killen. Wenn ich zu nahe komme, oder was? Ja, wenn sie dir zu nahe kommen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Aber diese Art noch nicht. Also das sieht echt übel aus. Aber ab jetzt kommen auch die Dinger hier. Also diese Zombies, die sind zwar erst noch normal drauf, aber die entwickeln sich irgendwann weiter. Also das Virus wird quasi schlimmer. Ja. 5000? Boah, Alter. Das ist viel Kohle dabei, der Kerl. Wahrscheinlich für seine Ehre als erster Typ mit dem kleinen... Ja, aber ich kann es ja noch verstehen, wenn man sagt, als dieser Inquisitor-Typ, okay, ich mach mir jetzt eine Zombie-Armee, die schlau ist. Das macht ja noch Sinn, aber warum macht er das Virus so stark, dass es dann die Zombies irgendwann doch zu seelenlosen Spastis macht? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, ich weiß gerade, dass das auch in mir drin ist und das ist ziemlich gruselig. Warte, war hier nicht irgendwas? Ich denke nicht, dass hier ein Schatz war, oder? Da vorne. Oh, okay, doch, da war einer. Aber da muss ich wahrscheinlich erstmal ganz bis ans Ende gehen. Wo bin ich hier eigentlich gerade? In der Höhle, oder? In irgendeinem Wasserfall oder was? Wasserfall. Okay. Einmal darüber. Und dann nochmal darüber. Hier fühle ich mich gar nicht wohl, ich will wieder zu Pedro. 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 Oh, war schön. Ja, ne? Pedro hat ein eigenes Lied für dich. So. Jedes Mal, wenn wir Pedro begegnen, sagen wir beide Pedro. Pedro. Okay, machen wir. Siehst du die Kisten da? Irgendwo müssen da Kisten sein, die irgendwo an dem Kran hängen. An dem Kran hängen? Ja, genau da, in diese Richtung. Da oben.
Ja, genau. Die musst du noch abschießen. Aber wahrscheinlich in dem Moment, wenn sie gerade nicht über... Oh! Was war das denn? Was ist passiert? Ich bin von irgendwas gehittet worden, aber ich habe keine Ahnung was. Okay. Ist da von da oben was runtergefallen? Kann sein. Und vielleicht schießen die auch gut, oder? Nee, schießen können die? Nein, ich höre aber keine Kampfmusik, deswegen, das wundert mich gerade. Okay. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Alter. Oh. Vielleicht war der das. Kann sein. Eventuell, aber ich höre trotzdem keine Kampfmusik. Er scheint mich doch nicht bemerkt zu haben. Yo, what's up? Wow! Er ist tot übrigens. Wahnsinn! Ja, ich hab's in seinem Schrei gehört, in seinem mädchenhaften Schrei, muss ich mal gerade dazu sagen. Okay, so schlimm war's nicht, aber er war schon sehr hell. Er war schon sehr, sehr mädchenhaft, dieser Schrei. Ah, das ist doch schön und beruhigend. Das heißt, je länger wir uns jetzt hier in dieser Umgebung aufhalten, desto schlimmer werden die Zombies, die uns begegnen. Ah. Du müsstest von hier eigentlich auch gut die Kisten abschießen. Jetzt gerade nicht. Ich muss gleich warten, wenn die jetzt auf der anderen Seite sind. Ja. Jetzt. Oh, scheiße, jetzt ist es doch im Wasser. Ach, ja, die muss ja im Wasser landen. Ach so, ist richtig. Du musst so einen Weg bauen. Ah. Okay. Ich glaube, zwei reichen aus. Ich dachte, da ist Loot drin. Okay. Jetzt kommt gleich eine... Obwohl, nö, ich sagte nicht besser. Wir wollen ja, dass es lustig ist. Ja, wir wollen ja. Wir wollen ja, dass ich mich zu Tode erschrecke. Natürlich. Wollen wir ja. Also du willst das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fehlt da noch eine? Nee, du müsstest drüber springen. Noch ist alles gut. Nein, noch nicht, da musst du noch nicht hin. Obwohl, das ist der da Schatz. Ist Schatz. Da ist ein Schatz, geht da mal. Könnte vielleicht nicht fließen. Kann ich den runterschießen? Ja. Ja. Ja, anscheinend. Das ist auch nicht so, als ob man da noch was dran machen könnte. Aber nicht. Da geht's weiter jetzt, oder? Mhm. Du musst aber erst das Wasser da wegmachen. Achso, das ist zu brutal für Leon. Ja. Leon verletzt sich. Ist da oben? Das ist eine Kiste. Was? Mit Grünkraut. Ich habe das Gefühl, ich werde das gleich verwenden müssen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht schon. Doch. Ja, vielleicht. La, ich will nicht weitergehen, ich will nicht weitergehen, oh Claudio, ich will nicht weitergehen. Ich weiß. Wenn doch nur Pedro hier wäre. Der könnte dich auch nicht beschützen. Könnte er wohl. Also könnte schon, aber er tut's nicht. Richtig. Ich meine, mit seinem fetten Waffenarsenal könnte er einfach diese ganze Zombie-Apokalypse alleine regeln, aber nein. Er verkauft mir die Waffen für teures Geld. Wobei, man könnte jetzt sagen, er wäre sehr schlau. Aber das stimmt vielleicht auch nicht, weil er hat mir eine Waffe geschenkt und sie dann für sehr, sehr viel Geld direkt wieder gekauft. Das ist auch irgendwie dämlich. Vor allem, was will er mit Geld in der Zombie-Apokalypse anfangen? Ja, das ist eigentlich eine viel größere Frage. Und ja, leuchtet was. Otto? Aber wahrscheinlich nichts Wichtiges, wahrscheinlich nur ein Spinner. Die Bibliothek. Okay. Okay. Und Durchgang. Also da ist noch nichts jetzt, was irgendwie... Noch nichts, da kommt noch nichts. Dann kann ich ja drüben das glänzende Dings hier noch holen. Das denkst du. Wie, das denk ich? Das denkst du. Oh, nein! Oh, oh.